Herzlich willkommen bei Rockaby und einem neuen Let's Play der etwas leiseren, kleineren Art, und zwar Rime. Wollen wir uns hier mal zusammen anschauen, und da ich weiß, dass hier Wert auf Sound gelegt wird und dass das Spiel auch ohne große Worte auskommt, denke ich mal, werden sich meine Kommentare auch gering halten, und wir versuchen einfach mal, uns vom Spiel zu verzaubern lassen. Also wünsche ich uns allen viel Spaß und es geht los. Und ich kann mich auf jeden Fall schon mal umschauen, ob ich denn überhaupt hier gelandet bin. Und was das da hinten für ein Turm ist. Ja, wie gesagt, das Spiel kommt ganz ohne Worte aus. Ja, dann wollen wir mal gucken, was es hier an Rätseln gibt und was es hier zu sehen gibt. Und haben wir die Musik jetzt schon echt stimmig erscheint und passend ist, werde ich mein Gequassel echt die Grenzen halten. Ja, dann schauen wir einfach mal.
Oder da drüben? Vielleicht können wir da drüben mal hin. Ich glaube, ich gehe mal hier auf. Krabbi vergräbt sich. Ah, hier kann man hochklettern. Hier sind wir richtig. Ein großer weißer Turm. Da. Ja, gucken wir hier runter. Runterlaufen, wie wenn du selber einen Berg runterläufst. Und die Waden, oh, was war das? Etwas straffer werden, was ist das? Kann ich hier zoomen irgendwo? Schade, leider nicht. Ein Wildschweinchen. Und es rennt relativ spät weg. Was haben wir hier? Noch vier Statuen. Da oben irgendwas, was leuchtet. Nein, das ist, glaube ich, Papa Wildschwein. Oder auch Herr Eber. Da gehe ich mal. Ach, das sieht aus wie die Statue da unten. Aha. Da waren vier. Ich fürchte, da müssen wir da noch ein paar suchen. Okay. Das war jetzt mal einfacher, weil wir den gezeigt bekommen haben. Ja, die Welt ist frei zu erkunden. Es ist nicht so richtig vorgegeben. Das heißt, ich schaue mich hier um. Ich werde versuchen, was ist hier? Da hinten. Da war auch was Leuchtendes. So, wie komme ich da hin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinspringen kann, Freunde. Ich möchte eigentlich versuchen, hier Möglichkeit so wenig wie möglich zu sterben.
ich auch nicht. Ich komme da gar nicht anders hin. Tja, mal gucken, ob ich springen kann. Wow, ja. Okay. Schlechte Sicht. Okay, wenn ich hier hoch kann, das hat so einen weißen Rand, dann gehe ich mal davon aus, wow, dass ich da lang muss. Ach. Na. Okay. Nein, da hoch, oder? Habe ich gesagt. Und damit meinte ich auch so wenig wie möglich. Okay. Das heißt, ich brauche hier irgendwie einen anderen Weg. Aber das ist keine Griffkante. Oh, einfach überspringen. Bin ich hier schon richtig? Oh oh. Ich gehe mal hier hoch. Da war jemand. Ha! Das ist Statue 2. Wir hatten auf jeden Fall mehr. Das vielleicht schon die anderen zwei? Also aufpassen, dass ich nicht wieder hier. Die andere Richtung war einfacher, Freunde. Ich glaube, wieder zurückspringen, oder? Ah, hier. Ah, sag mal! Hm.
gleichzeitig falscher Druck. So müsste ich hier ja genau wieder lang klettern können. Sind Nummer 3 und 4. Das heißt, da gehen wir jetzt hin. Gucken wir kurz, wie die hier aussehen. Jetzt. Die sind jetzt durchsichtig und leuchten. Okay. Dann gehen wir zu Nummer 3. Durch. Nein, das hatte ich befürchtet. Oh, oh, da ist aber okay. Das steht nicht umsonst da. Was ist hier? Noch mehr Eber. Ich kann man bestechen. Ist gut, Freunde. Ich will, glaube ich, mal zu dem Kollegen hier. Vielleicht lässt er mich durch, wenn ich ihn. Na komm, ich gebe dir was. Ah! Sag ich doch. Gib ihm was zu essen. Papa dir nichts abgegeben, alles selber gefressen. Ist immer jemand mit roter Kapuze. Kann ich da irgendwo hin schwimmen? Kann ich da irgendwo. Naja, muss ich irgendwo, sonst. Wer ist das mit der roten Kapuze da vorne? Käppchen, das will nicht sein. Jetzt.
Hier drin. Ich habe da gerade eine Treppe gesehen. Also. Hä? Blind, oder? Da ist eine Treppe. Und hier ist eine Griffkante. Das haben wir jetzt gelernt. Okay, ich werde versuchen, nicht reinzufallen. Das war Nummer 4. Oder? Kann ich ohne Gefahr hier reinspringen? Nein, es ist das, kann ich. Dann würde ich sagen, sollten wir mal zum Ausgangspunkt zurückgehen. Aus der Mitte. Sagt uns dann was? Dass hier noch irgendwas nicht leuchtet. Oder wir müssen was tun. Also, springen wird ja wohl kaum was nützen. Ich kann nur. Das war nicht das Schlechteste. Ein Fuchs erscheint. Oh! Wir können hinterher. Und ich sag mal, hinterher im nächsten Teil von Rhyme. Bis die Tage und tschüss zusammen.